Ghetto-Präsident. Mein Benz. Stuttgart, das pulsierende Herz der deutschen Automobilindustrie. Zu Hause einiger der prestigeträchtigsten Automobilhersteller. In Benztown hat der Verkehr das Sagen. Das ändert sich jetzt. Die Stuttgarter Innenstadt soll bis 2035 umgestaltet werden. Quasi Stuttgart 35. Das erinnert mich an was. Sie auch? Jedenfalls ist das Ziel, die Innenstadt attraktiver und lebendiger zu machen. Und das heißt, Autos weg, Radfahrer und Fußgänger her. Was sich die Stadt für eine lebenswerte City einfallen ließ, ist heute ein Fall für Henriette Fee Grützner. Die Voss und Team Possenreporterin. Die Stadt Stuttgart will die Lebensqualität in der Innenstadt erhöhen. Seit 2017 grübelte das Amt für Stadtplanung und Wohnen mit anderen Behörden darüber, wie ein entsprechendes Konzept aussehen könnte. 2021 war es geboren. Das Konzept für ein besseres City-Feeling. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben. Ganz nach dem Motto Flanieren statt Parken wird das Konzept Schritt für Schritt umgesetzt. Zum Beispiel hier innerhalb des Cityrings herrscht Höchstgeschwindigkeit 20. Und nicht nur das. Jede Menge Parkplätze wurden bereits gestrichen. Da, wo früher ein Auto parken konnte, ist heute Platz für 10 Fahrräder. Auch wo heute Cappuccino ausgeschenkt wird und Pflanzenoasen Platz gefunden haben, waren früher mal Parkplätze, so auch in der Dorotheenstraße. Hier besticht jetzt diese Bank durch ihre geschwungenen Metallplatten und eine beeindruckende Zahl an Gitterstäben. Deswegen stellte die Stadt Stuttgart nicht nur eine, sondern gleich 8 der wohlgeformten Sitzmöbel auf. Toll. So, da ist sie, mitten hier an der Kreuzung. Ja. Wäre ich erst mal gar nicht drauf gekommen, dass das eine Bank ist. Also ein bisschen fehlt mir hier sowas zum Anlehnen. Ich frag mich, was das für eine interessante Form ist, was man da, wie man hier dann die Stuttgarter Innenstadt genießen könnte. Genießen, vielleicht so oder so? Wie wär's denn so? Oder vielleicht doch so? Ach, so ging er auch. Oder so? Oder vielleicht ist es auch gemeint. Ja, also ich sag mal so, sieht hübsch aus, aber ist, glaube ich, eher dekorativ als bequem. So dekorativ? Und vor allem luftig, wie sie sind, haben die 8 Bänke aus Metallgitter natürlich auch ihren Preis. Und zwar 30.000 Euro. Ein hübscher Mittelklassewagen. Tja, und als wäre das nicht genug kreative Sitzkunst für den Popo, hat sich das Amt für Stadtplanung und Wohnen noch eine Alternative einfallen lassen zum Sitzen. Und zwar diesen Stein. Gleich in vierfacher Ausführung. Die Frage nach Materialmaßen und Gewicht beantwortet die Stadt mit den simplen Worten: Spezialbeton, groß, schwer und transportfähig. Mhm. Aber wissen die Leute überhaupt, was es mit den Stuttgart Stones auf sich hat? Wir fragen mal nach. Diese Steine. Wissen Sie, wofür die da sind? Nein, sicherlich nur zur Dekoration oder so. Ich nehme mal an, das soll an irgendetwas erinnern. Es ist für irgendein Gedenken, aber ich kann mir nicht vorstellen, für was. Es soll irgendwas zeigen, aber was es jetzt zeigen soll, das ist, ja, schwierig. Ich weiß, dass hier das gemacht wurde, dass die Leute hier Pause machen können. Dass die Leute hier einfach zwischendurch eine Mahlzeitpause machen können. Mhm. Aber für was genau, weiß ich leider nicht. Die Wahl von Stahl und Stein war natürlich nicht unüberlegt. Auf Anfrage schreibt die Stadt, Zitat:
Es ging bei der Auswahl darum, die Aufenthaltsqualität vor Ort zu steigern und den Besuchern der Stadt Orte zum Verweilen zu geben, an denen sie sich gerne aufhalten. Ich arbeite direkt hier gegenüber und sehe kaum Leute hier. Mir ist nicht aufgefallen, dass schon mal jemand drauf gesessen hätte oder so. Ja. Wollen Sie mal Probe sitzen? Ja. Ich habe auch eine Tüte, ne, so, dass Sie sich nicht vorbereitet. Das bin vorbereitet. Ja. So. Okay. Weil es ist ja heute ein bisschen nass, aber vom Feeling her kann man es trotzdem. Also es sieht unbequemer aus, wie es ist. Auch von der Höhe, so von den Beinen her. Die Größe habe ich auch eine gute, Und für die älteren Leute bestimmt nichts. Nee. Nee, eher was für die Jungen. Das Problem ist, dass man direkt am Straße ist. Ja. Nicht so weite Entfernung gibt. Ja, absolut. Ehrlich gesagt fühle ich mich so ein bisschen, als würde ich auf dem Parkplatz hier sitzen. Parkplatz? Das war einmal. Jetzt ist hier Sitzplatz. Und zwar in der ersten Reihe. Kostenpunkt für die erstklassigen Plätze nochmal 20.000 Euro. Und diese anderen Bänke, wenn Sie gerade rüberarbeiten, das würde mich auch interessieren. Ja. Diese Metallbänke, sitzt da ab und zu jemand? Nee. Nee? Gibt's doch den Spruch, ist es Kunst oder kann das weg? Ich weiß nicht. Gut, ich meine, ist die Frage, ob man dann hier so... Nee, also... Sie wissen nicht so richtig, was es ist. Gut, wenn ich was zu trinken hätte, dann könnte ich es vielleicht da abstellen. Aber es ist geriffelt, da muss man, glaube ich, dann auch gucken. Ja, muss man aufpassen. Ja. Im Sommer ist sie ja auch in der Sonne, da würde ich mich, glaube ich, nicht auf Metall setzen, fällt mir gerade auf. Ah, okay. Und dann noch diese Riffel, dann hat man so wie so einen Grillrost. Auf den Beinen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass das plus die Bänke daneben 50.000 Euro gekostet haben, finden Sie das gerechtfertigt? Wie viel? 50.000. Ein bisschen viel. Sehr teuer. Könnte man das Geld besser benutzen, auf jeden Fall. Kann ich nicht nachvollziehen. Also, das sind Steine, da sitzt man mit dem Rücken zueinander. Also gemeinschaftsfördernd finde ich sie nicht. Keine sonnigen Aussichten für die kunstvolle Installation. Das findet auch Daniel Bilaniuk vom Bund der Steuerzahler. Er weiß um das Feedback zum neuen Mobiliar. Die meisten Leute halten es für Kunst oder für sonst irgendwas anderes. Ja. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass hier eigentlich nie jemand sitzt. Das ist meine Frage. Heute ist es nicht so schön. Ne? Es regnet so ein bisschen, weil ich habe hier niemanden sitzen sehen. Aber wenn die Sonne scheint, sitzt hier wirklich nie jemand? Also ich bin öfter in der Innenstadt unterwegs und gucke dann aus reinem Interesse auch, ob jemand sitzt. Ich habe noch nie jemanden sitzen sehen, weder hier noch auf diesen Gitterbänken da vorne. Hier sitzen die Leute auf den Parkbänken. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum hier keiner sitzt, weil 10 Meter weiter schöne, gemütliche Parkbänke sitzen. Ja, direkt hinter der Neuinstallation stehen schon Bänke. Hier auf dem Karlsplatz haben die sogar eine Lehne. Wow. Bei der Gestaltung der Steine und der lehnenlosen Bänke hat sich die Stadt natürlich etwas gedacht. Sie schreibt uns, Zitat, die Möblierungselemente sollten robust und transportabel sein und durch ihre Form und Beschaffenheit auch einen gewissen Spielwert bieten. Aha. Es ist halt auch irgendwie direkt an der Straße. Da hinten kommt jetzt auch ein Bus. Haben sich da Leute auch mal beschwert und gesagt, Mensch, ey, das ist aber auch wirklich hier sehr knapp zur Straße. Definitiv, es gibt kritische Stimmen. Die eine Sache ist, dass niemand sitzt, weil es ungemütlich ist. Die andere Sache ist direkt an der Straße, Sie haben es angesprochen, für Kinder gefährlich. Die Stadt hat gemeint, ja, es ist von der Fahrbahn abgerückt, aber man sieht es ja selber, wenn da ein Kind runterspringt, die Autos sind 2 Meter weiter. Nun, auch wir haben die Stadt gefragt, wie sie zu der Nähe von Sitzelementen und Straße steht. Die Stadt Stuttgart antwortet, Zitat, es besteht ausreichend Abstand zur Fahrbahn. Weiter heißt es, Zitat, außerdem bieten sich in Kirschkern-Spuckentfernung weitere Bänke auf dem Karlsplatz. Und die hätten auch völlig ausgereicht. Und der Spuk geht weiter. Und das war ja auch nicht ganz günstig. Genau, 50.000 Euro haben die Kiesel und die Gitterbänke gekostet. Ist nicht wenig, vor allem für den Nutzen, wo man hier jetzt dann davon erhalten hat, weil der geht halt einfach gegen Null. Ja. Und deshalb aus Sicht des Bundes der Steuerzahler einfach ein sehr ärgerliches Projekt. Weil wir gerade vor Ort sind, versucht Henriette ihr Glück mit der Spontanität des zuständigen Amtes und kommt natürlich nicht mit leeren Händen. Ich habe eine kleine Überraschung für den Amtsleiter dabei. Hoffentlich ist er da.
Sein Chef erwischt Henriette nicht, dafür aber dessen Stellvertreter. Also, ein Sitzkissen hat er genommen, aber ohne Pressestelle darf er kein Interview geben. Deswegen gehen wir jetzt runter. Ich habe mit dem Pressesprecher telefoniert und der ist jetzt auf dem Weg hierher. Pressesprecher der Stadt Stuttgart ist Sven Mattis. Ich habe die Sitzkissen ausprobiert und die Bank auch und das ist alles schön. Es ist nur bei den Gitterbänken etwas hart zwischendurch zu sitzen und deswegen wollten wir, und das war die Sache als Überraschung, symbolisch das überreichen, das sind Sitzkissen und Das ist es auch schon. Da können einfach die Leute, die sagen, ist mir doch ein bisschen unbequem, können sich das drunter packen. Früher waren da einfach Parkplätze. Ja. Und das hat man dann umgewidmet, wie man so schön sagt, hat diese Kiesel da hingebracht und auch die transportablen Bänke, um mal zu gucken, ob die sich bewähren. Und das ist natürlich dann eine Rückmeldung, wenn die Leute sagen, das ist eher unbequem, wir sitzen da nicht, dann ist das eine wichtige Erfahrung, die man damit macht. Aber die Leute sollen davon ja Besitz ergreifen. Diese 50.000 Euro für beide Sachen sind gerechtfertigt, weil es ist ein Experiment. Wir gucken, ob es angenommen wird und sie bleiben offen zu sagen, gute Idee oder war doch ein Schuss in den Ofen. Genau, es ist eine Investition und man guckt, was man dann macht, ob die Steine da bleiben, ob die Bänke da bleiben. Aber es ist eben eine spielerische Nutzung des öffentlichen Raums und wichtig ist einfach, dass wir hier diesen gesamten Innenstadtbereich anders herstellen, lebenswerter machen wollen und da ist das ein Versuch. Und auch wenn es 50.000 Euro sind, wo Sie sagen, das hätten wir an anderer Stelle vielleicht auch gut gebrauchen können. Deswegen haben wir ja den Gemeinderat, der über die Verwendung der Mittel entscheidet. Geben Sie das weiter an den Gemeinderat auch? Ob ich was weitergebe? Das, was wir gerade besprochen haben, die Rückmeldung. Selbstverständlich. Der Gemeinderat wird dann zu gegebener Zeit einen Abschlussbericht bekommen und dann darf er darüber entscheiden, wie dieser Raum weiter genutzt wird. Dann bin ich sehr gespannt, wie dieses doch etwas teure Experiment ausgeht. Die Sitzkissen schenken wir Ihnen von Herzen gerne. Vielleicht, wenn Sie mal da sind, legen Sie sie aus. Oder Sie haben ja gesagt, Sie haben viel zu tun, aber vielleicht ist doch ein Gedanke, das noch ein bisschen bequemer zu machen. Ich werde sie an meinem Herzen tragen. Sehr schön, vielen Dank. Danke Ihnen. Danke. Kissen am Herzen, am Popo Schmerzen. Und die Parkplätze in Stuttgart sind bald komplett am Aussterben. Die temporäre Möblierung wird jedenfalls noch einige Zeit stehen bleiben.